brauche eine warme Dusche. Was ist denn hier los? Das würde ich gern von Ihnen wissen. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Was wollen Sie denn überhaupt hier? Das ist mein Haus. Ich glaube, Sie haben mich nicht ganz gut verstanden. Wenn hier jemand geht, dann sind Sie das. Verlassen Sie sofort mein Haus! Sonst... Was sonst? Raus! Habe ich gesagt! Bitte gehen Sie! Nein, Ihr Mann geht. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Bitte, tun Sie nicht. Wenn Sie nicht sofort hier verschwinden, dann... Was dann? Sie drohen mir! Ich mach dich nur! Wissen Sie was? Sie haben die nächsten 48 Stunden Zeit, darüber nachzudenken, was hier passiert ist! Abführen! Steißbeinprellung Unterleibsprellung Schädelprellung Endruckschmerzhafter Kehlkopf mit Schluckbeschwerden Offene Platzwunde an der linken Schläfe 2-Euro-Stück große Hämatome über den Dornfortsätzen der Halswirbelsäule 4 weitere am rechten Ober bzw. Unterarm. Und wo ist sie jetzt? Zu Hause. Der Arzt hat ihr eine Beruhigungsspritze gegeben. Und Lina? Ist bei der Nachbarin. Jedenfalls habe ich sie dazu gebracht, dieses Dreckschwein morgen anzuzeigen. Hoffentlich kommt er nie wieder in ihre Nähe. Wie du das hier aushältst. Nicht zentral. Und lenkt nicht vom Nachdenken ab. Du, in der Nähe meiner Mutter ist was frei geworden. 2 Zimmer mit Balkon. Ist es wirklich, dass ich in die Nachbarschaft deiner Mutter ziehe? Guckst denn so? Bin ich dicker geworden? Nein. Alles in... Ein bisschen älter, oder? Ich habe mit dem Finanzamt telefoniert. Susanne Körting war bis vor 4 Wochen als Sekretärin von so einer Gebäudereinigungsfirma beschäftigt. Da sollten wir uns mal umtun. Hm. Welches soll ich denn für heute nehmen? Ich würde das Weiße nehmen. Eva, was machst du denn hier? Du hättest den Fall nicht annehmen sollen. Ausgerechnet Andreas und du. Ihr habt euer Kind verloren. Das ist doch Wahnsinn. Was ist denn? Damals wollten wir dieses Kind unbedingt. Du und ich. Wenn es nicht geklappt hätte und jemand wie Wagner wäre gekommen, was hätten wir gemacht? Nein gesagt, nur weil es illegal war? Ich hätte ja gesagt und mir wäre scheißegal gewesen, wer daran verdient. Und du? Ja, ich auch. Liegen hier. Nur, dass ich auf der Tragfläche gehockt habe. So ein Mist. Scheiß. Mann. Hier hast du deine Scheißjacke wieder. Was denn? Hier. Tragen. Angenehmen Aufenthalt.
Danke, passt schon. Nee, danke. Geht schon. Jetzt sind wir auf den Namen Funk, Verena Funk. Sie haben reserviert? Jawohl, und zwar eine Suite. Willkommen im Grand Hotel, Frau Funk. Wären Sie so freundlich, diesen Zettel auszufüllen? Selbstverständlich. Genau, impossible. No, definitely not. Absolutely not. Hello. Good evening, Mrs. Silver. Thank you. Oh mein Gott. Was ist los? Die Frau hinter mir. Nee, hier gucken. Das ist die Chefeinkäuferin meiner neuen Modelinie. Wenn die mich jetzt so sieht, dann kann ich den Auftrag vergessen. Hausfrau und Mutter. Ich lebe auf dem Land. Am Wochenende backe ich einen Kuchen. Und wenn der Supermarkt im Nachbarort ein Sonderangebot hat, dann fahre ich sogar hin. Ich bin ein Spießer. Und weißt du was? Ich bin es sogar gern. Ja, und mein Leben ist ganz anders. Aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Das ist gar nicht gut. Wer sagt das? Ich bin 10 Jahre älter als du. Schämst du dich für mich? Ich habe Verantwortung. Die hatten der hergelaufene Stripper natürlich nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Sag mal, das gibt's doch nicht. Irgendjemand was aufgefallen? Ich musste dich unbedingt wiedersehen. Als du den Satz das letzte Mal gesagt hast, hast du kurz darauf meine beste Freundin gevögelt. Ich habe großen Mist gebaut. Aber ich habe die letzten Tage viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Und ich weiß erst jetzt, wie sehr ich dich wirklich liebe. Ich würde mein Leben für dich völlig umkrempeln. Und am liebsten würde ich das mit dir gemeinsam tun. Bitte. Heirate mich. Wie war der Mittelteil? Ich gehe dort nicht mehr hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Legen Sie die Schere wieder hin! Kein Schritt näher. Moment, Moment. Frau Schneider, legen Sie die Schere hin. Wir reden nur, okay? Versprechen Sie mir, keinen Blödsinn zu machen. Legen Sie die Schere weg. Versprechen Sie mir, dass Sie den Mörder meines Mannes finden. Du bist der Fuchs. Keine Luft mehr. Was ist daran so komisch? Seit Jahren jagen die ihm hinterher. Und ausgerechnet dich haben sie als Hauptverdächtigen auserkoren, wenn das nicht komisch ist. Wieso sollte ich nicht dieser Fuchs sein?
Was ist denn an dem so Besonderes? Max, das ist ein Genie. Der hat Nerven aus Stahl und du wechselst schon die Straßenseite, wenn ein Zwergpudel um die Ecke kommt. Ich wurde als Kind gebissen.